Moin auf Fehmarn, ich bin Carsten und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Ja, hallo nochmal. Ja, wie gesagt, bin auf Fehmarn unterwegs und ich habe mir mal ein paar Strecken rausgesucht, lokale Strecken. Und so wie heute fahre ich die Kirchentour, so heißt das Ding, glaube ich, und sollte auch ausgeschildert sein. Wo die genau startet, müsste ich jetzt mal nachschauen, werde ich dann auch tun. Ich habe den für mich nächsten Punkt als Startpunkt rausgesucht, also irgendwo bei Petersdorf. Ich weiß gar nicht mehr, irgendwas um die 40 Kilometer sind es, glaube ich. Ja, die Runde fahre ich dann heute. Und wenn ihr Lust habt, dann bleibt ihr dran und kommt mit. So, ich habe jetzt mittlerweile die Tour gefunden. Da im Hintergrund ist Petersdorf zu sehen. Jetzt geht es hier erstmal über die Felder. Wenig anders zu erwarten. Ja, und ich hatte erst gedacht, nur über Land zu fahren. Ja, ich habe mir grob die Tour wohl angeguckt vorher, aber nicht detailliert. Aber nee, jetzt bin ich hier auch am Deich unterwegs. Finde ich gut. Und die Deichpfleger sind auch gut bei der Arbeit. Jo, Mama, alles gut. Ja, da vorne kommt das kleine Örtchen Ort. Oh, da muss ich erstmal wieder durch ein Tor. Ja, auch wenn ich eigentlich auf der Kirchentour unterwegs bin, komme ich hier gerade am Mühlenmuseum vorbei in Ort. Da bin ich die Tage auch schon vorbeigekommen. Aber jetzt werde ich es mir mal anschauen. Ich bin hier gerade auf der Galerie von der Windmühle. Jetzt gehen wir mal rein. Ich habe immer gedacht, in so einer Windmühle wird nur ein Mühlrad angetrieben. Aber hier sind es schon mal drei Mühlräder, die angetrieben wurden. Eins, zwei und da ist noch eins. Nee, hier ist der Sternradboden, wo dann die einzelnen Getriebe für die Mühlsteine sind. Also hier war dann die Übersetzung zu den einzelnen
Mühlstein. Und schon damals mit Kardangelenk. Ah, hier gibt es noch mal Aussicht. Und da unten geht es dann gleich für mich auch in die Richtung weiter. Das ist schon spannend zu sehen, aber mit der DJI Mini muss ich sagen, DJI Pocket, schwierig solche Aufnahmen zu machen, dass man das vernünftig sehen kann. Weiter geht's. Ja, manchmal ist man auch ein bisschen blöd, ne? In der Mühle ärgere ich mich noch so ein bisschen, dass man mit der Pocket ja solche Aufnahmen nicht so gut machen kann, so Detailaufnahmen, und denk gar nicht dran, dass ich ja noch eine zweite Kamera dabei habe. Naja, ist ja auch egal. Aber dafür ist es eine schöne Tour. Ja, das Logo zu der Tour ist eine einfache, lilane, stilisierte Kirche. Ich mache mal irgendwo ein Foto und dann blende ich es hier ein. Also ist tatsächlich auch gut ausgeschildert, bis jetzt zumindest. Aber ich denke mal, das wird auch so bleiben. Ja, jetzt geht es erstmal hier durch die südliche Insel, bevor es dann nachher wieder Richtung Norden hochgeht. Aber direkt an der Kirche vorbei bin ich jetzt auch noch nicht gekommen. Um 11 Uhr habe ich die erste Kirche erreicht. Die St. Petri-Kirche. Gucken wir mal, ob wir da reinkommen. Ja, ich denke mal, es wird mir immer wieder so gehen, heute auf der Tour, dass ich in der Kirche nicht wirklich filmen kann, weil da natürlich auch ein paar Leute beten wollen und die möchte ich nicht stören. Das respektiere ich total. Ja, dann würde ich sagen, auf zur nächsten Kerk. Und naja, wenn ich mir alles anschaue auch unterwegs, dann kann ich eigentlich froh sein, dass die Tour nicht so lang ist. So, mittlerweile sind wir in Burg. Ich habe aber gerade hier einen Abstecher kurz gemacht, habe einmal den Weg verlassen, bin jetzt aber wieder zurück, weil ich zur Touristeninformation wollte. Das war das Wort. Weil ich hatte gerade da an der Mühle einen Stempel entdeckt. Und es gibt hier einen Fahrradstempelpass. Und wer mich kennt, der weiß, ich liebe Stempel sammeln. Ja, das wird jetzt wahrscheinlich meinen Plan über den Haufen geworfen haben, die Touren zu fahren, die ich wollte, aber es macht nichts. Also ich bin auch immer
gerne dazu bereit, meinen Plan zu ändern. Ist ein Grund, dann wiederzukommen. Ne? So, das Chaos in Burg haben wir hinter uns. Da mit dem Fahrrad durch die Innenstadt da, also Burg ist definitiv keine Fahrradstadt, das muss man mal so sagen. Die ganzen Touristen, ja, ich bin auch selber einer, aber man merkt schon, dass das Leute sind, die sich nicht auskennen und einen Parkplatz suchen oder sonst wie. Also mir hat da gerade einer ganz schön die Vorfahrt genommen, der wäre so in mich reingerauscht, wenn ich nicht aufgepasst hätte. Und dann guckt er mich noch blöd an und macht mir einen Scheibenwischer. Naja, jetzt sind wir auf jeden Fall aus Burg wieder raus. Ach so, was ich noch sagen wollte zur Burg, da habe ich nur die Kirche von Weitem fotografiert, weil da kommt man gerade nicht aufs Grundstück drauf. Da war Tor zu, keine Ahnung. Ja, von Burg aus geht es dann nach Bannesdorf. Da läuten gerade die Glocken. Jetzt ist die Frage, wir haben es jetzt kurz nach 12, ob es nur 12 Uhr läuten war oder ob da eine Messe ist. Muss ich gleich mal vorsichtig gucken. Ja, jetzt stehe ich hier vor der Kirche. Da ist jetzt ein Sarg drin aufgebahrt. Also da will ich dann jetzt auch nicht rein. Dann gehe ich weiter oder fahre weiter. Ja, jetzt geht es wieder aus dem Ort raus und weiter Richtung Puttgarden. Ja, einen Teil der Strecke bin ich schon gefahren vor, wann war das, Sonntag? Was jetzt nicht, Sonntag oder Montag war das? Ne, Sonntag war das, so, egal. So, jetzt geht es also quasi Richtung Baustelle, Puttgarden. Und dann weiß ich nicht, gucken, was als nächstes kommt. Ja, jetzt aus Puttgarden schon wieder raus. Puttgarden gab es keine Kirche zu sehen. Oder ich hatte die Augen zu, weiß ich nicht. Ja, dann schauen wir mal, wo es als nächstes hingeht. Jetzt erstmal hier über Felder, nicht am Strand vorbei oder auf dem Deich. Der ist übrigens da hinten, also gar nicht so weit weg. Ja, wir sehen uns, wenn es was Neues gibt. Ja, hier an der kleinen Hütte wäre ich beinahe dran vorbeigefahren. Aber die gehört tatsächlich auch dazu, weil hier stand früher mal die Peter- und Paul-Kapelle. Und an die soll diese Hütte hier noch erinnern. Peter- und Paul-Gedenkstätte. Ja, und jetzt, das hier ist glaube ich der Fastensee, wenn ich mich nicht irre. Und dahinter ist dann die offene Ostsee. Ja, ich denke mal, dass es jetzt wohl zum Niobe-Denkmal gehen wird. Weil das ist hier nicht weit weg. Das ist schon eine abwechslungsreiche Tour. Mal über Land, durch die Felder, dann wieder an der Küste, also von allem ein bisschen was. Ja, der Mast da vorne ist die Gedenkstätte für das Segelschulschiff Niobe, was nicht unweit von hier gesunken ist und jede Menge seiner Besatzung und mitgenommen hat. So, und weiter geht's in die Richtung hinter mir. Ja, und
kurz hinterm Niobe-Denkmal geht es dann wieder links ab. Also vom Strand weg über die Felder. Wohl auch wieder neben so einer Straße her, aber mit extra Radweg. Und an der Straße ist ja nicht viel los. Dann geht's. Also das ist jetzt bis jetzt heute die schlechteste Wegstrecke. Uah. Ein bisschen glitschig von dem ganzen Regen. Also ein bisschen aufpassen muss man hier dann schon, aber mein Gott, alles noch im Rahmen, würde ich sagen. Jetzt kommen wir hier durch Vattersdorf. Sind schon recht nahe dem Ziel schon wieder, also sind schon keine 10 Kilometer mehr. Das ist schon eine kurzweilige Tour. Dann will ich noch mal ein paar Worte zur Streckenmarkierung loswerden. Also ich würde sagen, kann man schon ganz gut auch ohne Navi fahren. Aber so ein bisschen sollte man den Streckenverlauf schon im Kopf haben oder eine Karte haben. Weil also es ist zwar gut ausgezeichnet, aber was bringt das, wenn die Schilder zum Teil zugewachsen sind? Also, wenn man dann nicht ungefähr weiß, ich muss hier irgendwo rechts oder links, dann kann man auch schnell mal so ein Schild übersehen, muss ich ehrlich sagen. Sonst, also ich würde sagen, ausgezeichnet ist es gut. Kann man ohne Navi fahren, aber vielleicht sollte man eine Karte dabei haben oder so. Mal so ein richtiger Dorfteich in Lemkendorf. Ja, an der St. Johannikirche in Petersdorf will ich mich von euch verabschieden. Ja, ist eine echt abwechslungsreiche Tour. Gar nicht so viele Kirchen auf der Tour. Aber nun gut. Mir hat es auf jeden Fall gefallen, weil war von allem ein bisschen was dabei. Ein bisschen Stadt, wobei Stadt, also Burg mit dem Fahrrad. Burg ist keine Fahrradstadt. Ansonsten, wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.